Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky auf einer kleinen Runde hier über diesen roten Planeten. Was mich dazu bringt, dass ich den gleich auch nochmal einen Namen geben kann. Passend zu Agratius aus der letzten Folge packe ich da nämlich noch den Feuerstein rauf. Ja, da packe ich noch einen Feuerstein rauf. Passt ja auch farblich gesehen sehr gut. Und den nennen wir Feuerstein. So. Feuerstein. Bitteschön, Dankeschön. So. Ja, ich bin ja schon ein Stückchen rumgeflogen. Hab jetzt noch nicht irgendwas Tolles gefunden, beziehungsweise irgendwas Auffälliges gefunden. Diese großen Brocken, das sollten eigentlich Kupferbrocken sein. Zumindest die ersten zwei, die ich dann mal angeschossen habe, da kam dann Kupfer raus. Das sollte also auch Kupfer sein. Jetzt bin ich gerade mal eher so auf der Suche nach ein paar Höhlen, dass man auch noch mal reinluschern kann. Die habe ich jetzt aber auch nicht gerade so offensichtlich gefunden. Halt, warte mal. Den grünen gucken wir uns mal an. Das könnte Iridium sein. Vielleicht. Imriel. Wieso nicht? Da kann man schon zwei, drei Credits mit machen. Mal ganz spannenderweise Imriel abbauen. Ja. Ach ja, ist ja gut. Ist ja gut. Genauso ein ordentlicher Brocken hier, muss man ja auch mal sagen. Das werde ich jetzt mal schön alles vertickern nachher. Auch hier werde ich jetzt nicht bis auf den letzten Krümel alles abbauen, aber zumindest grob. Mm-hmm.
So, das soll erstmal reichen. Ganz grob ein bisschen abgebaut. Hier und da nochmal ein Krümel, das soll erstmal reichen. So, wo ist mein Schiffi? Da drüben. Ah, da ist ja auch nochmal im Reel daneben. Na, 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 na. Aber sieht trotzdem irgendwie cool aus, der Planet, muss ich ja sagen. Na, hier ist auch nochmal satt im Reel. So, das soll reichen. Dann spiele ich mich hier wieder fest und sitze nur stundenlang dabei, wie ich ja die Merilbrocken wegschmelze. Das soll es ja natürlich auch nicht sein. Wir wollen ja noch ein bisschen den Planeten erkunden. Dann werden wir auch wieder Planetenhobbing machen. Das heißt, uns auch mal die anderen Planeten natürlich angucken, ob die auch so rot sind, ob die auch noch was anderes zu bieten haben. Höhlensystem etc., das wäre echt nochmal schick. Halt, warte mal. Ich glaube, hier hatte ich ein Stückchen Höhle gesehen. Landen wir doch mal direkt davor. Wirklich direkt davor. Ich habe mich mitten in den Weg gestellt, dass ich da ja nicht reinkomme. Da. Okay. Aber auch hier nichts Weltbewegendes. Du bist nix. Schwebendes Plutonium. Okay, auch noch. Auch hier leider nichts drin. Schade. Scheiße, wo war denn das? Ich dachte, ich hätte gerade ein abgestürztes Schiff gesehen. Ah, hier wohl verguckt. Oder fliegt von der falschen Seite aus. Das kann natürlich sein. Ich werde, glaube ich, hier mal ausnahmsweise mal landen und werde mir mal den Ort mal angucken. Vielleicht finden wir da noch was Schickes. Wie bevorstehender Sturm. Das stürmt doch schon die ganze Zeit. Moin. Wo ist hier noch irgendwas? Guck mal, Technologie. Können wir da vielleicht irgendwas Nettes abgrasen? Ist bereits bekannt. Da ist nichts. Komm, gucken wir erstmal hier rein. Was haben wir hier? V2-Pass. Huch. Na, dann quatschen wir mal mit dem Kameraden hier. Entität Nefke oder Nefte? Nefte. Korvax. Erforderlich. Sehr gut.
Die Lichter einer Maske der elektronischen Lebensformen werden heller verblassen und gehen schließlich aus. Dann wiederholt sich das Ganze mehrere Male. Jedes Mal, wenn die Entität neu startet, erwacht sie erschrocken, alarmiert und mit veränderter Position und Größe ihres Lichts. Und immer, wenn sie mich ansieht, habe ich das Gefühl, als würde mich eine neue Kreatur um Hilfe bitten. Nach jedem einzelnen Neustart zeigen die Entitäten hinter der Maske verzweifelt auf die Elemente, die ich in einem Exo-Anzug-Inventar trage. Ich habe sowieso nur Kohlenstoff dabei, also mal gucken, ob das was wird. Kann sich stabilisieren, verfügt aber nur noch über eingeschränkte Funktionalität. Sie summt leise, danke. Kriegen wir was dafür? Schlag an Hals vielleicht. Natürlich kriegen wir wieder nichts, ist klar. So, da gucken wir gleich mal rein. Da ging es ja nach draußen, nicht? Ja. Da haben wir geguckt, dann gucken wir nochmal hier. Ich denke mal, es wird dann auch V2 sein. Jo. Dann schauen wir hier nochmal rein. Das Bild des ehemaligen elektronischen Aufsehers des Observatoriums flackert auf der Konsole neben den Leuchten der Signalanzeige. Ich frage mich, wie lange er wohl auf so ein Signal aus einem unbekannten Teil des Weltraums gewartet hat. Vielleicht kann ich die Antwort senden, die der Aufseher nie senden konnte. Aber zuerst muss ich den Code entschlüsseln. Ja, fixieren wir uns mal auf die 6. Dann müsste die 6 an erster Stelle sein. 653, dann ist er das hier. Die Sterne offenbaren ihr Geheimnis. Ich habe in der unendlichen Leere eine neue Welt entdeckt. Vielleicht. Und wir finden wieder mal so ein, na wie heißt das noch? So eine Ruine. Ist jetzt nicht so der Brüller. So, das heißt, wir können auch jetzt erstmal wieder weiterfliegen, weiter gucken. Und stürmt und pisst immer noch hier draußen, Mann! Was ist das für ein Planet? Wundert mich, dass es kein saurer Regen ist, aber das scheint hier einfach nur eher ein kalter Planet zu sein, muss man sagen. Hat vorher nicht danach ausgesehen. Ich hätte eher gedacht, dass wir hier Radioaktivität oder sowas haben. So, danach sah es für mich erstmal aus. Es ruckelt irgendwie ein bisschen. Ja, Emeril haben wir hier ordentlich, satt und spatzend. Finde ich als solches nicht so verkehrt, wenn man denn unbedingt Bergbau betreiben will. Da hätte sich das schon gelohnt, schön mit dem ganzen Emeril, wenn man das alles schön, fein, säuberlich aus der Erde rausbröselt, dann kann man da schon den einen oder anderen Credit mit machen. Allerdings für was ist die Frage? Für was? Naja gut, wir können ja nochmal zur Ruine darüber chauffieren. Dann holen wir uns da nochmal das ein oder andere Wort nochmal ab, hoffentlich. Und dann können wir diesen Planeten eigentlich auch schon wieder verlassen. Noch 15 Sekunden, dann sind wir gleich da. Dann holen wir uns ein neues Wort ab. Oder beziehungsweise mehrere Wörter, weil bei Ruinen gibt es ja mindestens immer 2, 3 zusätzliche Wörter. So. Da oben war auch nochmal ein Brocken Emeril. Aber wie gesagt, das brauchen wir jetzt eigentlich momentan nicht. Silikate. Delikate Silikate. Nischt. Ziel erreicht, das weiß ich wohl. Das weiß ich wohl, aber... da oben sind sie nicht. Blub. Und schon sind wir oben. Überschüssig. Heilig. Was gibt es hier oben noch zu sehen? Müssten wir eigentlich gleich diesen Haupttempel erreichen. Drüben war ja nichts mehr, ne? Und daher sowieso nicht. Da können wir auch ihn auslösen. Tribut an Enturutze Sofre. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Die große Trennung. Ja, die große Trennung. Wir bitten um Hilfe bei der Sprache. Und die Konvergenz wächst mit dem Wort Respekt. Respekt. Oh, was ist das denn für ein Vereine? Der ist auch sinnlich böse, oder? Nicht mal. Zugänglich, absorbierte Nährstoffe, Alpha. Du? Hatte ich die schon? Ja. Hallo? Warte. Ach, kann ich gar nicht, scheiß. Ich habe natürlich wieder keine Kohlenstoffe dabei. Na, scheiß drauf. Da ist noch wieder so ein Wächter, der da rumhühnert. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns noch einen anderen Planeten an. Bis. Na. So. Jetzt aber. So, dann schauen wir mal, was wir noch für Planeten haben. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, wie viele Planeten wir generell in diesem Sonnensystem haben. Müssen wir mal luschern. Huch, und schon sind sie ratzfatz da. So, dann auf dem Planeten waren wir. Was haben wir hier denn noch so in der Gegend rumschwirren? Oder bin ich hier gerade auf einem Stückchen... Ah, halt nach oben. Unentdeckt. Saukack. Saukack ist gut. Da werde ich nochmal landen. Da schauen wir uns dann auch gleich nochmal um. Ich weiß nicht, scheiße, wie viele Planeten hatte das? Warte mal, das müsste man eigentlich rausfinden können. Moment. Steht ja da. 5 Planeten. Warp unnötig. Na, das dachte ich mir. Gott. Also 5 Planeten können wir hier besuchen. Einen haben wir schon, das heißt, es bleiben noch 4. Als nächstes eben dieser Mihasaukak. Joyeki Mihasaukak. Also, dass sich da keiner noch eine Zunge gebrochen hat oder einen Knoten in die Zunge gelabert hat bei diesen ganzen komischen Namen, das ist schon eine Sensation, ist schon schwierig. Übrigens, eins möchte ich noch mal kurz sagen. Ich hatte ja so in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, das Spiel, oder beziehungsweise, nee, ich habe es nicht gesagt, aber es ist vielleicht der Eindruck rübergekommen, dass ich das Spiel schlecht finde. Nein, ich habe nicht gesagt, dass das Spiel schlecht ist, sondern ich habe lediglich gesagt, dass es eben nicht fertig ist. Es ist einfach nicht fertig. Und das ist das Problem bei diesem Spiel. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, ich habe da schon so oft drüber gequatscht. Ich denke mal, das Spiel hätte schon einiges, hätte schon einiges parat gehabt. Das scheint mir ein Eisplanet zu sein. Sieht mir zumindest so sehr eisig aus. Und auch wieder sehr karg. Eisig karg. Ja, es hält sich so ein bisschen in Grenzen. Gut, da haben wir ein Städtchen. Komm, da können wir mal landen. Passt sowieso ganz gut. Obwohl, nee, passt eigentlich noch gar nicht gut. Fliegen wir mal erstmal weiter. Genau das wollte ich nämlich. Nach Höhlen suchen. Huch. Mit Richtung. Hoffentlich bin ich jetzt hier auch auf der richtigen Ecke gelandet. Ich fürchte nämlich nicht. Doch, da vorne ist die Höhle, glaube ich. Das müsste sie sein.
Na, ich sage ja, es ist ein eisiger Planet. Oha. Gucken, ob ich genug Geld dafür habe, für den Rucksack. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe zwar ein paar Sachen verkauft, aber ja. Nummer 55, ne, ich brauche nur noch 270. Schade. Aber wir können mal in die Höhle reingucken. Achso, ich dachte, man könnte hier irgendwie was auf die Pflanze. Nee, gar nichts. Oh, das nehme ich mal Plutonium. Satt. Auch hier ist jetzt nicht so der Oberbrüller zu finden. Ja gut, Plutonium ohne Ende, ja gut. Turnt mich aber jetzt auch nicht so wirklich an. Na, das Grüne, das könnte entweder Meryl sein oder Iridium oder Gold. Ja, brauche ich auch nicht. Ein brauche ich schon, aber nicht zwingend jetzt. Gold haben wir hier und da sowieso schon immer gefunden. Bist du böse oder bist du gut? Zurück halt. Okay. Was haben wir da hinten denn? Okay. Scheint eine kleine Stadt zu sein. Vielleicht ist es auch die von eben, aber ich glaube, dafür sind wir schon zu weit geflogen. Oh Gott, was ist das für ein Jaule? Ja, stimmt, guck mal, das war das mit dem Inventarplatz, richtig. Wir können ja links mal den Wegpunkt mal mitnehmen. Den können wir uns ja mal unter Nagel reißen. Oh! Kleeblätter. Vierblättrig. Das bringt Glück, hoffe ich. 1, 2, 3, 4, ja. Könnte Glück bringen. Leuchten so gut. Wo war jetzt die Antenne? Die war doch hier vorne irgendwo, ne? Da. Das ist schön, dass er das tut. Hm. Hier scheint es auch Emeril zu geben. Weil wenn man reich werden will, dann sind die Planeten hier auf jeden Fall schon mal richtig. Oh, vor allem sind da riesige Emeril-Brocken. Also, wie gesagt, wenn man es drauf anlegt, kann man hier doch schon den einen oder anderen Credit machen. Obwohl die heißen hier Units, ne? War das nicht Units? Dann kann man hier halt den einen oder anderen Unit machen.
Aber ansonsten ist auch hier jetzt nicht viel zu sehen, bis auf diese standard kleinen Dörfer und kleine Basen und weißer Geier und Ruin natürlich. Ansonsten ist das jetzt hier auch nicht die Überraschung vorm Herrn. Wie gesagt, das Einzige, was schön ist, ist hier so im Riel und sowas. Das sind natürlich feine Sachen, wo man sich schon mal die Taschen voll machen kann. Das ist schon mal fein. Aber ansonsten ist dieser Planet dann auch eher übersichtlich. Wir können natürlich hier auch ganz gerne mal landen, weil hier kommen wir gerade eh nicht weiter. Witzigerweise, hier werden wir wieder automatisch ausgebremst. Huch. Das war natürlich jetzt auch sehr schlau. Aber zumindest... Was? Wer denn? Wie denn? Wieso denn? Bin ich hier direkt auf der Ecke gelandet oder wo, wie, was? Ach, da oben drauf. Ja, stimmt, dann bin ich quer rüber gelatscht. Ja, okay, geht. Da passt schon. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Was ist denn das? Ah, das muss ich auch mal ansehen. Das sieht ein bisschen aus wie Chrysonit. Ja, müssen wir zerstören. Das war ja wieder klar. Gut, das mache ich noch fix. Mal kurz durchladen. Dann ballern wir uns mal rein. So. Da haben wir mal schnell reingeguckt. Ein unbekanntes Programm hat das Terminal übernommen. Es wirkt außerirdischer als erwartet. Der Code ist mit wichtigen Forschungslaufwerken verwoben. Ich kann ihn isolieren, bevor Schaden entsteht. Viruswarnung, Daten, unbekannten Prozess zulassen, unbekannten Prozess unter Quarantäne stellen. Ich würde mal sagen, da ja Viruswarnung besteht, sagen wir mal unter Quarantäne, so wie es Kaspersky auch machen würde. So. Ja, scheint zu funktionieren. Der Virus ist entfernt. Die Aufseher der Einrichtungen sind erleichtert. Ein neues Produktrezept gelernt. Garantin, neutrale Metalllegierung. Diese weiche, leicht zu verarbeitende Legierung wird von allen Handwerkern in der bekannten Galaxie bevorzugt. Sie ist eine beliebte Handelsware und es gibt unzählige galaktische Handelsrouten, die einzig und allein ihrem Transport gelten. Dafür brauchen wir Iridium, Kupfer und Aronium. Ja, Aronium. Was ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gefunden habe, hätte es, glaube ich, kaufen können. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Warum nicht? Gut, haben wir auf jeden Fall gelernt. Mal gucken, ob wir da in der Zukunft irgendwas mit anstellen können. Da kommen wir da nochmal kurz rein. Jupp, Schild wiederherstellen, alles gut. Da haben wir nochmal Technologie. Haben wir auch schon gelernt. Da passiert eh nichts. Gut, dann haben wir, da können wir hier nochmal kurz speichern. So, speichern haben wir auch. Und zurück zum Schiff. Na, ja, das Knarzen finde ich doch schon. Achso, ich wollte ja gucken, was das für ein Element da hinten ist. Dieses Blaue. Das müsste sicherlich Chrysonit sein, schätze ich mal. Bist du Chrysonit? Bist du Chrysonit, siehst du? Sag ich doch. Chrysonit können wir doch ganz gerne mitnehmen. Das können wir sonst wohl auch verkaufen. Ah, es ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ja, 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 ja. So, und da war ja nichts, ne? Können wir kurz nochmal durchscannen. Nope.
Was für ein Gold? Gold, ja. Da. Dann nochmal auf zu unserem Schiff und dann können wir in der nächsten Folge dann wieder durchstarten. Gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes finden. Da hinten zeigt er mir ja auch noch eine Fabrik an. Da können... Ach nee, das sind wir hier vorne. Das ist hier vorne schon, alles klar. Halt. Bevor wir da wieder reinfallen. Was bist du eigentlich? Gold. Nur haben wir eben neben Gold gelandet und nicht mitbekommen. Na, auch nicht schlecht. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Durchhalten. Und ja, drückt mir die Daumen, dass wir hier auf dem Planeten noch was finden oder auf den noch auf den drei anderen Planeten, die wir uns nochmal unter den Nagel reißen werden, die wir uns mal anschauen werden. Und wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei No Man's Sky wieder. Macht's gute und tschüss.